Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit unserer Bayreuth-Karriere. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, es ist momentan ein bisschen verzwickt. Wir haben ja zwei Spieltage nur unentschieden gespielt, wo wir eigentlich gewinnen hätten können. Augsburg, knapp unentschieden nur gespielt. Am letzten Minute und gegen Arminia Bielefeld, gegen den Tabellenletzten ebenfalls nur unentschieden. 3:3 gegen Bielefeld. Jetzt der nächste Gegner ist der SC... Nee, ist die Hertha aus Berlin. Der Tabellen 17. Also nach dem Tabellen 18. kommt jetzt irgendwann eine Tabelle, geht zum Tabellen 17. Wir müssen in Berlin gewinnen, um mit Hertha vielleicht die große Hoffnung auf den Klassenerhalt zu nehmen. Wenn sie nämlich heute verlieren und je nachdem, wie Union und Bochum heute spielen, Union, Bochum spielt in Leverkusen und Union gegen RB Leipzig. Das wären halt zum Beispiel solche Duelle. Ja, wenn die beide nämlich gewinnen und die Hertha, wir schlagen die Hertha, dann hätten sie 24 bzw. 29 und dann... Nee, Quatsch, Moment. Dann hätten wir so 29 bzw. 30 und dann wäre das Licht so gut wie aus in Berlin, bzw. bei der Hertha zumindest, was den direkten Nachteil betrifft. Aber soweit würde ich gar nicht denken. Ich mache nur meine Aufgabe nicht, um ihn runterzuschießen, sondern um den Titel zu holen. Wir wollen heute in Berlin natürlich gewinnen. Hinspiel war ganz knapp mit 2:1 gewonnen. Und dann geht es zum Titelverteidiger, noch Dortmund, zum Pokalspiel. Und dann kommt das Heimspiel gegen den SC Freiburg. Also wir haben jetzt in kürzester Zeit drei wichtige Spiele. Ja, jetzt müssen wir gucken, wir werden tatsächlich mit der Startelf spielen. Bringt ja sonst nichts anderes. Ich will härter schlagen, ich will den Titel holen. Und wie gesagt, dann geht es nach Dortmund. Und dann kommt Freiburg. Also es werden jetzt drei Spiele, die in kürzester Zeit, die quasi für unsere Startelf durchaus anspruchsvoll werden. Aber gut, okay. Wir wollen den Titel. Oh, das war zu wenig. Das wird wahrscheinlich drüber gehen. Das könnte perfekt sein. Aber ist egal. Training brauche ich nicht, von daher. Es ist klar, auch wenn die meisten in dieser Partie ganz besonders achten werden. Er ist aktuell der beste Scorer der gesamten Liga, absolut überragend. Und mal sehen, ob er heute an die letzten Leistungen anknüpfen kann. Gleich geht's los. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfreunde. Wir melden uns heute aus dem regnerischen Olympiastadion in Berlin. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt. Und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert. Und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Ja, herzlich willkommen hier im Olympiastadion Berlin. Wir müssen den Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen, um wirklich oben was wieder dran zu werden. Diese zwei Unentschieden jetzt in Folge, die taten nämlich weh. Wie gesagt, weil es eigentlich mit Bielefeld ein harmloser, leichter Gegner war, die habe ich ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Und dann gab es halt dieses knappe Ding, dieses 3:3 zu Hause gegen den FC Augsburg, wo du früh mit 2:0 führst und am Ende dann hinten liegst und dann das Ding nochmal auf 3:3 stellst. Ich glaube, das richtig aus. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich meine, wieso war es wieder gewesen? Und dann, ja. Nee, Quatsch, genau, 1:0 geführt und dann 2:1 Augsburg. 2:2, 3:2 Augsburg, 3:3 am Ende Aubameyang. Aber wie immer sei, heute ist Hertha der Tabelle 17. unser Gegner in diesem Auswärtsspiel. Wir müssen eigentlich gewinnen. Wir sind zum Sieg verdammt, um den Bayern wieder so ein bisschen den Wind aus dem Segel zu nehmen. Um vorzulegen, mehr oder weniger. Ne? Kleine Katze. Gut, kleine Katze. So. Ich bin nicht alleine. Wer mich kennt, weiß das. Ja. So. Anschluss. Hertha. Die Berliner. Auf geht's. Luciane. Ja, schön. Hier ist die heutige Aufstellung von Hertha BSC. Ja, das war ein bisschen zu. Melendo steht zusammen mit Sebastian Rode im Zentrum. Und drei Stürmer sollen in dieser Begegnung heute vorne für Gefahr sorgen. Oh, dann der super, Moment, der Pass. Jetzt könnte es gleich krachen. Auf
Ja! Kein Abseits, 1-0. 6. Minute, frühes Tor. Wieder geschaltet, Hugo Lovor. Mit dem 0-1. Hier in Berlin. Alles offen, da lässt er sich nicht zwei Sterner kann durchmarschieren. Und ich glaube, Abseits war es nicht, glaube ich. Seinen Jungs noch einige Male zeigen, da hat in der Defensive nichts gestimmt. Und Novoa muss nur einschieben. 26. Tor in dieser Saison. Und nach wie vor, wir sind Aufsteiger. Wir sind kurz am Titel. Aber für Hertha ist es natürlich eine Katastrophe, weil sie eben unten mit drin stehen. Und je nachdem, wie das so unten passiert, könnte der direkte Aufstieg heute eigentlich schon so gut wie weg sein. Da könnten es heute, wenn es Pech läuft, 10 Punkte sein. Aber darüber mache ich mir, wie gesagt, nochmal keine Gedanken. Mir ist Hertha eigentlich herzlich egal. Ich möchte gerne einfach mein Spiel durchziehen. Wilber aber gut, passt auf. Thiago. Da ärgern sie sich. Stafelidis, schön aufgepasst da. Zu offensichtlich. Das ist Wilson Manafa. Ja, vielleicht ein bisschen Dusel dabei. Zerta. Ruhiger Spielaufbau. Oh, Brujo, der gut aufpasst. Der ein bisschen Platz hat jetzt. Sich mit Glück da durchsetzt. Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Elfmeter. Hat Elfmeter wahrscheinlich. Ja, Albiol. Scheiße. Ja, es ist sogar ein Handelfeder. Das ist gar nicht mal so schlecht. Norbert kriegt er den Ball von Thiago gehalten. Scheiße. Alter, jetzt. Erste Chance für Hertha. Der Ausgleich. 19. Er macht das Tor. Ja, das ist der Panenka-Elfer. Verlädt den Torwart. Das ist so ein Bauerntrick. Wenn er drin ist, schön für den Schützen und besonders ärgerlich für den Keeper. Ja, hätte er stehen geblieben, hätte er gehabt. Ist halt so. Muss er halt spekulieren drauf. Völlig offen. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Ja, kriegt er noch, Ball, ja. Gut zugemacht. Auf den Ehren und nur an 3 Minuten, 4 Minuten hat er. Das haben sie sich verdient. Ja, nach dem Hertha-Ding. Nach dem Hertha-Elfmeter wieder die erneute Führung für die Bayreuther hier. Wir schauen uns nochmal an, wie dieses Tor entstanden ist. Hertha kriegt den Ball nicht wirklich geklärt. Sterner wieder mal. Und Aubameyang steht richtig und muss dann nur einnicken. 1-2. Der erneute Führungstreffer für die Bayreuther hier. So, weiter geht's. Jetzt steht's hier 2-1. Eine enge Kiste. Maulida. Melendo. Ja, nicht gut da angegangen. Da holen sie sich den Ball mit diesem Zweikampf. So. Das ist jetzt und dann ist es Novo, der sich einmal um seinen Abwehrspieler drum dreht. 3-1. Da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei und war es schon wieder Sterner mit der dritten Vorlage in diesem Spiel. 29. jedenfalls. Treffer für den Bayreuther. 1-3. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Ich weiß nicht, wer vorher den Pass gespielt hat. Das ist es halt. Wenn Sterner war mal wieder, dann war es der dritte, was die dritte Staffel lang ging. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Nächster Ballverlust der Berliner. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Und dann ist es hier die Riesenchance, sogar noch auf 1-4 hinterherzustellen. Und dann ist der Ball doch weg. Aber mit viel Dusel fast hält der Keeper Tor, den. Aber das ist einfach klasse, wie er den noch hält, wie er das macht, überragend. Und wieder sind sie hinten drin, Angriff läuft, vielleicht gleich die nächste Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Gut verteidigt, die Hereingabe. Ja, für die Ecke gibt es. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Ecke, Sterner. Ecke kommt ins Zentrum. Und Perry. Weiteren Eckstoß. Ja, knapp. Sein Treffen, sein Tor verfehlt. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Schellerer war's. Mit der nächsten
guten Chance. Also die Führung ist verdient. Hertha kriegt nichts auf die Ketten. Den Elfmeter mit war der einzige wirkliche Angriff. War ein Handelfmeter. Gleich bekommen wir hier den Pausenpfiff und im Moment sind die Gäste klar vorne. Ja, die haben sich taktisch perfekt auf dieses Spiel, auf dieses Duell eingestellt, liegen mit zwei Toren in Führung. Also ich kann mir ja, komm, kaum vorstellen, doch... dass da noch was schief geht. Freistoß gibt. Naja, zwei Tore in Führung, das kann auch mal ganz schnell anders rausgehen. Siehe Bochum, das Heimspiel. Klasse reagiert hier vom Torhüter. Hellwach und er hat den Freistoß. So, der muss jetzt. Ja, das Schiri, das war doch nichts. Ich habe noch einen Moment gewartet. Der geht doch den Moment zurück. Das ist meiner Meinung nach kein Absatz. Aber gut, ist halt so. Schiri pfeift, müssen wir akzeptieren. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Ah. Oh, der rigoros diesmal. Und damit ist Pause. Nach der ersten Hälfte sind die Gäste in Führung. Sie liegen hier klar vorne zur Pause. Und ich glaube, wenn sie in Durchgang 2 wieder so auftreten, dann packen sie das. Holen sich. Ja, der Kapitän, der verlängert hat, um ein weiteres Jahr. Und dann geht's weiter. Halbzeit Nummer 2. Im Olympiastadion freuen sich alle schon auf den zweiten Durchgang. Es geht los. Staphylidis. Ja, leider kein. Keine gute Situation. Ja, schade. Melendo. Super gemacht. Schiri, das war doch nicht. Sofort die Entscheidung durch die Schiedsrichterin gibt Freistoß. Freistoß Hertha. Oh, grenzwertig, aber die Karte bleibt in dieser Szene stecken. Thiago Thomas. Ich werde mal das nächste Tor machen, wenn ich ein bisschen wechsle, weil ich muss ja fürs Dortmund-Spiel schon wieder anfangen. Der Verteidiger passt auf. Ah, schade. Ich muss ja fürs Dortmund-Spiel schon anfangen, ein bisschen zu schonen. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für Hertha BSC. Dann geht es auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Und Schiedsrichterin gibt den Strafstoß. Das wie ist die Chance, Strafstoß? Ein Tor zu verkürzen. Es gibt Strafstoß. Für was? Und die gelbe Karte. Ach komm schon. War doch nichts. Wenn der sitzt, ist es nur noch ein Tor Rückstand. Der Strafstoß ist drin. Das zweite Geschenk für die Hertha. Also ich glaube, ihr habt das Gefühl, das Spiel will gerade uns ein bisschen im Spiel halten. Die Gegner müssen im Spiel halten. 2-3 nur noch. Das war aber doppelt in der richtigen Ecke. So, Thiago mit dem Doppelpack. Wieder ein Elfmeter. 3-2 also. Da ist alles drin. Bitte jetzt nicht schon wieder so ein blödes Unentschieden. Ich habe schon zwei hintereinander gekriegt jetzt gerade. Das reicht mir dann irgendwann auch mal. Melendo. Vor allem hat das, wie gesagt, Vorletzter. Die müssen wir eigentlich packen. Vielversprechend aus. Ja, schön dazwischen. Hertha macht Druck. Er geht vorbei. Da hat er nur Serra. Den Torhüter vor sich. 3-3, plötzlich, nach einer Stunde. Bayreuth macht den Fehler, der Ausgleich für die Hertha. Mann, das hatte vor wenigen Minuten noch alles mit. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. So, jetzt mal über auf die Außenbahn. Niemand kann ihn vom Ball trennen. Klasse auf. Scheiße. Gute Chance der Bayreuther, jetzt wieder hier in Führung zu gehen. Ecke in die Mitte. Ball ist erstmal wieder raus. Nix da. Leider noch nicht. Jetzt der Ballverlust hier. Man muss gutes jetzt wieder. Stören. Hertha ist drin in der Partie. Sowas von dient die Führung und dann plötzlich zu. Was plötzlich auf einmal passieren kann. Serda. Einfach für den Torhüter. Er spielt steil. Aubameyang vielleicht jetzt. Yes! Die Torgefahr 74. Da zeigt er es wieder. Nächster Treffer. Doppelpack. Jetzt 4-3.
beim Tabellenvorletzten. Nochmal Doppelschlag, Doppelpack. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel, hier zurückzukommen. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Abseits, Glück gehabt. Ich dachte mir, der letzte Lauf, weil eigentlich meiner dran war an der Situation. So, ich werde wechseln müssen. Wechseln. Nicht wechseln müssen vielleicht, aber wechseln. So, ich werde tatsächlich auf ein bisschen durchrotieren müssen, um halt den einen oder anderen zu entlasten. Ja, vor dem Dortmund-Spiel ist das vielleicht gar nicht so schlecht. So. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt wechseln wir kurz durch. Ich muss ja ein bisschen durch, muss ja was tun. So, vielleicht mal noch ein bisschen Frische. Schalt rum. Und Carvalho 5-3. Der gerade eingewechselte Carvalho und dann Vorlage von Abraham mit dem 3-5 mittlerweile. Das könnte jetzt hoffentlich die Entscheidung sein. Ja, der sagt gerade, scheiße. Schön gemacht, Abraham. Rechnet nicht jeder mit? Hat seinen Abwehrspieler da ein bisschen aus dem Konzept gebracht und dann sagt Pedro mit dem linken Fuß ins Kurzeck. Ja, 3-5. Ist das jetzt die Entscheidung? Man ist wieder 2 vor. Man hat dachte, ja, nach diesem 3-3 der Hertha. 5-3. Unglaublich. Dachte man, ja, nicht, dass die schon wieder patzen hier die Bayreuth, aber diesmal nicht. 9 Minuten bis zum Ende. So, vielleicht jetzt die Entscheidung. Carvalho. Die Riesenchance. Jetzt kann er es machen. Oh, das wäre die Entscheidung gewesen. Aber Ernst sagt, den hole ich mir mal eben, den Ball. Ecke kommt in die Mitte. Es wird den nächsten Eckball geben. Nächste Ecke, er hat da. Jetzt kommt der für Bayreuth, Entschuldigung. Misslungene Befreiung hier. Volles Risiko. Schön, ja, man versucht wert. Solari. Der Ball erstmal abgefangen. So, Abseits wäre es gewesen. Aber war mit der gute Bewegung da. Aber schau mal, sind die 3 Punkte tatsächlich wieder zurück in Bayreuth. Aber man kam in sowas von den Schwitzen. Abgefangen dieser Ball. Dann kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Der und plötzlich macht man den riesen Fehler da hinten in der Verteidigung. Die 4-5. Bitte nicht. Bitte nicht. Der Fehler in der Verteidigung ist sowas von unnötig. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da ist das Tor. Dieses Ball zu spielen. Ist es nicht mehr hier in der Nachspielzeit. Das war's für heute. Ende. Ist zu Ende und sich hier über diesen Sieg 4-5 der Endstand. Das Team mit dem besten Sturm. Und was die Tore angeht, lief es auch heute wieder. Aber die Defensive, Wolf, die war mit dem ein oder anderen Problem bestückt. Und das wird auch Kritik geben, da bin ich mir ganz sicher. Es war hier knapp, unnötig knapp, da müssen Sie besser aufpassen. Du kannst dich nicht nur auf die Offensive verlassen, egal wie überragend die ist. Alle Tore waren mehr oder weniger Geschenke. Gut, Elfmeter Albiol kann immer mal passieren. Die Grätsche war Blödsinn, der letzte Pass war Blödsinn. Vorher noch so ein Abwehrspielerfehler. Also Stellungsfehler gegen Serdar. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Und am Ende ist es dann tatsächlich ein 4-5 Endstand. Aber ein verdienter Sieg für Bayreuth, muss man sagen. Statistiken, ja, auf jeden Fall. Vielleicht Spiel vom Ballbesitz, aber es passt. Egal. Wir haben trotzdem 3 Punkte mitgenommen. So, dementsprechend sind wir wieder happy. So, jetzt geht der nächste Gegner im DFB-Pokal Borussia Dortmund. Ich gucke nur ganz kurz mal auf die Tabelle eben schnell noch vorher. Würde ich gerne, zumindest, wenn ich mal auf die Bundesliga gerade schaue. 18er Vorsprung, weil doch. Ja, wir könnten im nächsten Spiel den Titel holen. Im Duell gegen den SC Freiburg.
Wenn wir das Ding gewinnen gegen Freiburg, die Bayern gewinnen ihr Spiel nicht, ist es durch. Dann hätten wir 74, dort Bayern hätte 64, dann wären es nämlich 10 Punkte oder wären es noch 3 Spiele und dann hätten wir es durch. Wie gesagt, wir müssen gewinnen. Die Bayern dürfen maximal unentschieden spielen und dann hätten wir den Titel klar gemacht. 3 Spieltage vor Ende. Also, wir haben Matchbälle, liebe Leute. Wir haben Matchbälle. Vielleicht ist es ein Spiel noch, vielleicht ist es ein zwei Spiele noch. Mal schauen. Ist jetzt aber gerade, warte mal, entweder ist es Freiburg oder in Hoffenheim. Danach die Woche. So. Gut, wichtig, dass wir Hertha geschlagen haben. Und sie hätten jetzt 7 Zähler Rückstand. Also Bochum und Union, die haben tatsächlich ihre Punkte, glaube ich, geholt. Ich glaube, Bochum hat Mist gewonnen haben sogar. Oder? Haben die gespielt? Wir haben in Berlin gewonnen, ja. Bochum hat verloren 2-0. Okay. Union hat unentschieden gespielt. Nee, doch nicht. Ich dachte, die hätten. Ja, bisschen mehr gut. Aber Hertha hat jetzt 7 Zähler Rückstand. Aber wie ist es wichtig? Deswegen war dieser Sieg sehr, sehr wichtig. Gut. Nächster Gegner, wie gesagt, ist Borussia Dortmund. Das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ich gucke noch kurz auf die Nachrichten. Fällt mir gerade ein. Kein Jugendscout im Bericht. Okay, ist auch wichtig. Ja, passt so. Gut. Jetzt aber. Liebe Leute, Feierabend für heute und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen um 14 Uhr, wenn ihr dann dabei sein wollt, in Dortmund.